Es ist natürlich immer schon ein Vorteil, wenn man sagen kann, ja, unsere Produkte sind eben nicht made in irgendwo, sondern wir kommen aus Neuseeland. Wir sind komplett made in Neuseeland. Ich meine, Neuseeland hat, Sie wissen das vermutlich, die höchste Booteigentümer pro Einwohnerquote weltweit. Das heißt, wir haben halt quasi ein ideales Testbett für unsere Produkte dort. Wann hat die Geschichte von Hella in Neuseeland angefangen? Also das Marinesegment von Hella sitzt in Neuseeland seit 2004. Die Firma Hella gibt es aber schon in Neuseeland seit 1973. Damals war es ja noch so, dass Neuseeland relativ abgeschottet war, hohe Zölle, Import war schwierig. Verzeihung. Deswegen haben viele Automobilhersteller, General Motors mit ihrer Marke Holden, Ford und Mitsubishi haben sich halt entschlossen, sie wollten Autos in Neuseeland herstellen, um eben diese Schutzzölle zu umgehen. Dementsprechend brauchten die natürlich auch einen Zulieferer für die Beleuchtung. Daher gibt es Hella eben an dem Standort seit 1973. In 1984 dann hat das neuseeländische Government hat sich entschlossen, diese ganzen Schutzzölle zu entfernen, weil das Land entfernte sich halt weiter und weiter vom Weltmarkt. Und dann war halt bei Hella in Neuseeland war halt die Denke, gut, wir haben jetzt keine Schutzzölle mehr. Das bedeutet, in absehbarer Zeit werden die Automobilhersteller aufhören, Autos zu bauen in Neuseeland, weil es sich eben nicht lohnt, für so einen kleinen Markt eine separate Automobilfertigung zu haben. Das bedeutet, uns wird dann im Endeffekt die Existenzgrundlage genommen. Was haben sie also gemacht? Die Kiwis sind ja findig, haben sich direkt in neue Technologien eingelesen, haben halt begonnen, LED-Beleuchtung zu produzieren. Und das ist eben der Grund, warum wir in der Hella-Welt dieses LED-Kompetenzzentrum sind. Und das ist dann im Endeffekt auch der Grund, warum wir Hella Marine bei uns den Hauptstandort haben. Denn gerade im rauen Marineumfeld ist es ungeheuer wichtig, dass man Produkte hat, die eben langlebig sind und die gegen die salzige Luft und die ständigen Vibrationen an Bord und die unter Umständen Schläge durch die Wellen und so eben dementsprechend gerüstet sind. Und da sind die LED-Produkte natürlich erste Wahl. Was sagen denn nur die Kiwis zu Hella Marine? Wenn du als Deutscher dort arbeitest, heißt es ja auch, dass es immer noch ein deutsches Kompetenzzentrum ist und trotzdem mitten in Neuseeland sitzt. Oh, wir sind bei uns ungefähr 186, 187 Mitarbeiter. Davon haben wir 4 Deutsche und ansonsten haben wir Leute aus aller Herren Länder. Die Neuseeländer sind ja sehr multikulturell. Also wir haben Polynesier aus dem Südpazifik, wir haben Chinesen, wir haben Leute aus Thailand, wir haben andere Europäer. Wir sind da sehr multikulti. Und wie ist es nun für dich als Sales Manager for Europe, wieder nach Hause zu kommen, nach Deutschland zu kommen und immer zwischen diesen beiden Welten zu arbeiten? Das Schöne ist halt, man bekommt quasi the best of both worlds. Es gibt Dinge, die fehlen mir in Neuseeland, zum Beispiel Brot, zum Beispiel vernünftiger Aufschnitt. Da ist es halt ganz praktisch, wenn man mal zwischendurch beruflich nach Europa kommt. Aber ansonsten von der Lebensqualität würde ich diese in Neuseeland hauptsächlich Leben, Entscheidung jeden Tag wieder treffen. Wir reden ja nun auch für das Magazin NZ Deutschland, das heißt Neuseeland in Deutschland. Und mein Interesse geht immer dahin, auch so ein bisschen zu fragen, was können wir in Deutschland eigentlich von diesem Traumparadies Neuseeland lernen? Weil die Kiwis sind ja eigentlich eine kleine Nation und trotzdem haben sie eigentlich viel zu bieten. Das, was mir am besten gefällt und was ich gerne in Deutschland ein bisschen mehr sehen würde, ist das, was ich den Siedler-Spirit nenne. Wenn man einem Kiwi 2 Kartoffeln und eine Schaufel gibt, gründet er eine Farm. Wenn man einem Deutschen 2 Kartoffeln und eine Schaufel gibt, hält er erstmal ein Strategie-Meeting, ob das Ganze überhaupt möglich ist. Die Kiwis sind da einfach ein bisschen mehr hands-on und ein bisschen praktischer. Das ist eine Sache, die macht im Business-Umfeld Sinn. Das ist aber auch eine Sache, die macht einfach ja generell in der,
in vielen Belangen des privaten Lebens einfach auch Sinn. Halt dieses, gut, ich krempel mal die Ärmel hoch und ich schau mal, was passiert, ich mache einfach mal. Das ist eine Sache, das ist irgendwo ein bisschen unbefangen, man kann es auch naiv nennen, aber das bringt Resultate. Und das ist eine Geschichte, da habe ich auch persönlich viel von gelernt. Abschließende Frage zu Hella Marine hier in Deutschland und der Marktposition hier in Deutschland. Mhm. Es gibt ja nun viele andere Anbieter in diesem Markt, die auch Bootslampen anbieten. Wie seid ihr hier in Deutschland positioniert? Wie reagieren die Leute darauf, dass die Produkte nun aus Neuseeland kommen? Häufig reagieren die Leute natürlich überrascht, weil die denken, dass heutzutage quasi alles made in China ist. Ist relativ groß und seien wir ehrlich, wenn man den Leuten sagt, okay, dieses Produkt ist nicht made in China, dann denken sie, okay, ich kenne ja die Firma Heller, die sitzt ja in Lippstadt in Westfalen, dann kommt das aus Westfalen. Und dann stellen die Leute plötzlich fest, nein, dieses Produkt kommt aus Neuseeland und hat diese technischen Daten, die ich bei einer Leuchte eigentlich gar nicht glauben kann. Minimale Leistungsaufnahme, extrem langlebig, 5 Jahre Garantie drauf. Also es ist eine Sache, die natürlich einem auch ein bisschen einen gewissen Exotenstatus gibt.